Auf dem Prager Messegelände in Letňany fand im März bereits zum 22. Mal die internationale Fachmesse für Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Mess-, Regel-, Sanitär- und Umwelttechnik statt, die Aquatherm Prag 2018. Schon traditionell war die Firma Thermona ein renommierter tschechischer Hersteller von Gas- und Elektroheizkesseln mit einem nicht zu übersehenden Stand vertreten, der die ganze Messe dominierte. Wer sich für sparsame Gas- oder Elektroheizungen interessierte oder sich nach den Bedingungen für eine staatliche Förderung erkundigen wollte, war hier an der richtigen Adresse. Am Stand von Thermona gab es wirklich alles zu sehen. Von den Neuheiten des Jahres 2018 für Wohnungen und Einfamilienhäuser über Heizungen für Großbauten bis hin zu modernen Fernsteuerungen für Kesselanlagen. Die Experten von Thermona standen jedem zur Verfügung, der an einer Beratung Interesse hatte. Auf der Aquatherm zeigen wir mehrere Neuheiten. Vor allem ist dies ein neuer Brennwertkessel mit einer Leistung von 25 Kilowatt und einem Leistungsbereich von 1 zu 10. Die Mindestleistung beginnt also bei 2,5 Kilowatt. Dieser Heizkessel eignet sich perfekt für Niedrigenergiehäuser, wo die Mindestleistung fast wichtiger als die Höchstleistung ist. Der Kessel ist in der Lage, seine Leistung anzupassen und liefert dem Heizkreislauf so viel Wärme, wie gerade benötigt wird. Hier möchte ich Ihnen unseren neuen Brennwertkessel mit integriertem Warmwasserspeicher vorstellen. Es handelt sich um einen 24 Kilowatt Kessel, dessen Leistungsbereich bei 5 Kilowatt beginnt. Die volle Leistung von 24 Kilowatt ist in erster Linie für die Brauchwassererhitzung vorgesehen. Heute wird erwartet, dass sofort warmes Wasser aus dem Hahn kommt, während bei der Heizung niedrigere Anforderungen gestellt werden. Daher wurde die Leistung des Kessels speziell für die Brauchwassererhitzung erhöht. Für Wohnblöcke und einzelne Wohnungen haben wir Kessel mit atmosphärischem Brenner zum Anschluss an einen Kamin im Angebot. Dank einer Ausnahme von der EU-Verordnung können wir atmosphärische Heizkessel bis 30 Kilowatt anbieten, die auch über einen Durchlauferhitzer verfügen. Diese eignen sich vor allem für Wohnhäuser, wo jede Wohnung ihren eigenen Heizkessel besitzt. Das Brauchwasser wird hier in einem Plattenwärmetauscher erhitzt. Somit heizt dieser kleine Kessel nicht nur, sondern liefert auch warmes Wasser. Hier sehen Sie unsere neuen Kaskadenregler. Diese sind für sogenannte Kesselkaskaden bestimmt, die sich aus mehreren Kesseln zusammensetzen und so eine größere Wärmemenge liefern können. Kesselkaskaden bieten sich für Wohnblöcke oder für größere Gebäude an. Die Regelung wird in kompakten Verteilern installiert, die bis zu 32 Kessel in einer Kaskade steuern können. Wenn wir hier Kessel von 45 oder 90 Kilowatt nutzen, so ist eine Gesamtleistung von rund 3 Megawatt erreichbar. Jetzt möchte ich Ihnen die eigentlichen Kesselkaskaden zeigen. Hier wird eine größere Anzahl an Kesselanlagen kombiniert, um auch für große Gebäude die entsprechende Heizleistung zu erreichen. Hier sehen Sie eine Kaskade aus 3 Kesseln von insgesamt 135 Kilowatt. Der Leistungsbereich beginnt bei der Mindestleistung eines einzelnen Kessels, in diesem Fall sind das 13 Kilowatt. Jeder der 3 Kessel hat eine Leistung von 45 Kilowatt, zusammen erreichen sie also 135 Kilowatt. Wenn wir eine größere Anzahl an 90 Kilowatt Kesseln kombinieren, so können wir bis zu 3 Megawatt erreichen. Hier zeigen wir, wie die Fernsteuerung eines Heizkessels aussehen kann. Wenn die Regelung zum Beispiel über ein LAN- oder WLAN-Modul verfügt, so kann der Nutzer in Echtzeit verfolgen, ob die Heizungsanlage funktioniert, wie viel Wärme und wie viel Brauchwasser sie liefert. Er hat also alles unter Kontrolle. Es ist auch möglich, sich Störungsmeldungen per SMS senden zu lassen. Durch die Digitalisierung gibt es heute die verschiedensten Möglichkeiten für die Regelung, Statusanzeige und Fernverwaltung. A dálkové zprávy je prakticky nepřeberné množství.
kromě plynových kotlů a kondenzačních kotlů, což je vlastně náš hlavní výrobní program. Neben Gas- und Brennwertkesseln, die den Großteil des Produktionsprogramms von Thermona ausmachen, haben wir auch mehrere Typen von Elektroheizkesseln im Angebot. Die Kessel mit Touchscreen sind komfortabler zu bedienen, aber etwas teurer. Die einfachere Produktreihe von Elektrokesseln, bei der ein anderes Regelsystem zur Anwendung kommt, ist trotz ihres günstigeren Preises problemlos in der Lage, die gewünschte Wärmemenge bereitzustellen. Elektroheizkessel produzieren wir seit 2007. Heute haben wir etwa 12 Typen im Angebot. Nur zum Vergleich, an Gasheizkesseln haben wir rund 60 verschiedene Typen im Sortiment. Wir bemühen uns aber, verschiedene Elektrokessel mit einem breiten Leistungsspektrum anzubieten, damit der Kunde wirklich den passenden Kessel findet. Auch aus Elektrokesseln lassen sich Kesselkaskaden von hoher Gesamtleistung zusammenstellen. Die Firma Thermona produziert alle Kessel in ihren Werken in Tschechien. Ihren Kunden garantiert sie höchste Qualität, entsprechend den strengen Normen der Europäischen Union. Die Kessel werden in Dutzende von Ländern exportiert. Für die verschiedenen Märkte sind sie in unterschiedlichen Modifikationen erhältlich.